Tempolimit auf deutschen Straßen. Ja, wir sollen ein Tempolimit auf deutschen Straßen für die Ukraine umsetzen. Energiesparen wegen dem Krieg in Russland. Die Ideologen, die Klimaaktivisten, die Verfechter, die diesen Wunsch äußern, die tun so, als ob das ausreichen würde. Als Argumentation kommt dann auch immer eine Studie mit alten Zahlen daher. Hast du schon mal den Verkehr beobachtet? Den Verkehr auf der Autobahn? Da hat sich schon lange was geändert. Heute brettert nicht jeder auf der Autobahn unlimitiert bis zum Erbrechen. Diese Studie hat Mängel. Diese Studie benutzt zudem Zahlen, die absolut veraltet sind. Wenn wir wirklich etwas tun wollen, dann müssen wir die Mobilität im Gesamten bewerten. Und dann müssen wir möglichst breit etwas tun. Vielleicht interimsmäßig, natürlich, und vielleicht auch das Tempolimit auf deutschen Straßen. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen auch beim ÖPNV sparen. Längere Taktungszeiten wären eine Möglichkeit. Aber auch auf der Schiene ist ein Tempolimit zielführend. Ich verweise da immer auf den ICE. Es ist erstaunlich, wie viel Energie der ICE verbraucht, wenn er beschleunigt. Eine Beschleunigung verbraucht so viel Energie, wie eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern einen ganzen Tag lang verbraucht. Naja, und dann müssen wir auch noch die Logistik verändern und verbessern. Ja, und dann kommt natürlich das Automobil noch mit dazu. Wenn wir das Ganze tun, sollte die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Ein starres Tempolimit auf Autobahnen verursacht mehr Unfälle. Das ist erwiesen. Doch allein, wenn dieses Argument kommt, fängt das Streiten wieder an. Das verstehen die Leute nicht. Das verstehen diese Ideologen nicht, warum es passiert. Warum passieren mehr Unfälle? Das ist ganz logisch. Ihr solltet die Studien mal im Detail studieren. Dann wüsstet ihr mehr. Aber was passiert? Die Ideologen verbreiten jeden Tag Müll in den sozialen Medien, hämmern das in ihr China-Smartphone rein und tun so, als würde ein Tempolimit die Welt retten. Wer das wirklich glaubt, der liegt falsch. Und wenn man dann einmal ein gesamtheitliches Konzept möchte, so wie ich, und das kurzfristig umsetzen möchte, dann heißt es, ich wäre ein Feind der Deutschen Bahn. Ich wäre ein Feind des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist gelogen. Wir müssen öffentlichen Nahverkehr und die Schiene, im Gesamten nicht nur die Deutsche Bahn, auch besser machen. Eine Mobilitätsform schlechter machen, verbessert die andere Mobilitätsart nicht. Das glauben aber viele. Und damit liegen sie eben falsch.